Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Kevins Tagebuch. Wir schauen uns heute eine private Modellbahn im Maßstab H0 an. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ausfahrt von 35 C39 mit dem P1516 in Richtung Dresden. Wenn die Modelleisenbahn fertig ist, soll es das Bahnbetriebswerk Nossen im Jahr 1984 darstellen. Im Blockabstand fuhr 50-14-14 mit einem Sonderzug hinterher. Vier Stunden später fuhr 35 C39 mit einem D-Zug in Richtung Dresden. Schon wieder ist eine Stunde vergangen und 35 C39 kommt mit ihrem D-Zug wieder zurück. C112-301 mit einem Nahgüterzug. C013-10 auf dem Weg von Nossen über Döbeln, Leipzig nach Halle. Zugbegegnung mit 112-301. C112-301 rangiert an C130-030 vorbei.
Das kleine Ferkeltaxi auf dem Weg nach Deutschenbora. Zwischen Meißen und Dresden trifft das Ferkeltaxi auf den Sonderzug bespannt mit 50/40/14 zurück in Richtung Leipzig. Schon wieder ist 112-301 mit einem Nachwiderzug auf dem Weg nach Nossen. Zum Schluss sehen wir noch 35/10/39 und 50/40/14 bei einer Parallelfahrt zwischen Meißen und Dresden. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich würde mich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin.